Heute sind wir wieder mit zwei richtig krassen, legendären Pokémon am Start, und zwar Groudon und Kyogre. Auf Level 70, genau wie man sie im Sinnoher Hamanasu Pike fangen kann, einfach nur rübergetauscht. Und da haben wir hier das Erdbeben, den Hammerarm, die Abgrundsklinge und den Flammensturm am Start. Das Pokémon hat die Fähigkeit Dürre, das ist sehr cool. Und den Expertengurt trägt es als Item, wobei hier die Dürre, die nutzen wir jetzt nicht wirklich. Wir haben keine Attacken, die irgendwie Solarstrahl zum Beispiel oder so. Aber die sollte, glaube ich, auch den Flammensturm mit verstärken. Auf Kyogre haben wir die Ursprungswoge, den Eisstrahl, die Antikraft und den Wasserring. Ein Item haben wir die Schlaubrille und die Fähigkeit Niesel, erzeugt bei Kampfantritt Regen. Das probieren wir jetzt mal aus im Akademieturnier. Wir sind im Akademieturnier angemeldet und jetzt stellt sich mal wieder die Frage, wie weit kommen wir mit diesen beiden Pokémon auf Level 70? Wir müssen als erstes mal Pepper, die Nuss, knacken hier. Der ist schon ziemlich stark, muss man sagen, einer der stärkeren Gegner hier im Akademieturnier. Es gibt schwächere und er ist einer der stärkeren. So, er leadet natürlich mit Schlaraffel, einem Normal-Pokémon, und wir haben Groudon vorne dran. Und das kann, guck dir mal den Größenunterschied an, das sieht schon echt cool aus. Bringt den Sonnenschein raus, sehr cool, sehr cool. Und wir machen den Hammerarm, denn der ist sehr effektiv, 100er Stärke, müsste reichen, aber es reicht nicht. Es überlebt einfach mal direkt und unsere Init wird dadurch gesenkt. Body Slam hat keinen Rückstoßschaden, ne? Nein, okay. Dann würde ich jetzt einfach mal was Probates machen, was hier 100er Genauigkeit hat, weil Hammerarm hat, glaube ich, nur 85er. Und dann haben wir das erste Pokémon hier auch schon besiegt. Mal schauen, was hier als nächstes rauskommt. Tentera, Boden, Pflanze. Ich denke, da können wir mal... Wir hätten natürlich auch auf Kyogre mit Eis wechseln können, aber hier genauso der Flammensturm. Okay, der greift uns auch sehr effektiv an. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht mit Pflanzenattacken. Und der outspeedet uns auch noch. Das ist natürlich gar nicht gut. Oh, Kyogre ist aber auch nicht viel geiler, weil das ist ja ein Wasser-Pokémon. Das ist jetzt ein bisschen schlecht, Herr Specht. Waren wir vorher schon angehittet oder waren wir full live? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Waren wir full live? Okay, jetzt dürfen wir zuerst ran. Hat sich gegessen. Tentera down. Okay, der kleine Fuchs hier hat uns outspeedet. Ein bisschen Damage hat er auf jeden Fall gemacht. Jetzt Ralupeño. Ist auch so Pflanze, Feuer-Pokémon. Das ist natürlich genauso ein heißes Eisen. Pflanze, Feuer. Ja, wie machen wir das am besten mal? Wir gehen mal auf Kyogre, das ist noch full live hier. Schauen wir mal, was wir damit anrichten können. Ich denke mal, Eis kann man drauf machen. Wobei der uns auch mit Pflanzenattacken natürlich sehr effektiv treffen kann. Also outspeeden sollten wir ihn auf jeden Fall. Und wenn möglich sogar killen, ja. Aber dadurch, dass er einen Feuertypen hat, könnten wir eigentlich auch auf die Ursprungswoge gehen. Ist alles nochmal bis auf Gestein. Gestein ist hier sehr effektiv. Okay. Aber hat nur eine 60er Stärke ohne Step. Wir probieren es trotzdem mal. Ralupeño down zu bekommen. Wir dürfen zuerst ran. Antikraft kommt. Oh, die reicht fast. Das ist schade. Energy Ball kommt. Okay, das ist sehr effektiv. Ja, macht jetzt aber nicht die Welt. Macht jetzt nicht die Welt an Schaden. Das Ding bekommen wir down. Wir hätten zur Not auch noch Wasserring, der uns ein bisschen refreshen kann. Mal schauen, was er noch reinschickt in den Kampf. Vielleicht irgendwas. Saltigant. Das kann Kyogre, denke ich, nicht sehr effektiv treffen. Ich denke, da sieht es ganz gut aus. Können wir, denke ich... Ich weiß es nicht. Ich denke, der wird uns jetzt nicht K.O. hauen, der Saltigant. Obwohl wir noch 3 Level Unterschied sind. Da würde ich lieber doch angreifen. Nicht, dass er doch hier irgendeine dumme Attacke zündet, die uns jetzt den Garaus macht. Haben wir direkt mal gekillt. Ursprungswoge, sehr geiler Special Move von Kyogre hier. Und Austausch. Ist das erst das vorletzte Pokémon hier? Ich glaube, das ist erst das vorletzte Pokémon. Das letzte müsste der Hund sein. Wie viel hat er denn jetzt noch? Okay, ist das vorletzte, tatsächlich. Ja, Antikraft, sehr effektiv, okay. Und hier, der Kollege wird aber nichts sehr Effektives gegen uns in der Hand haben. Da gehe ich doch mal sehr stark davon aus. Deswegen jetzt mal Wasserring. Aqua-Durchstoß. Ja, wir sind selber Wasser-Pokémon. Macht aber doch schon ganz schön gut Schaden hier. Gut, wir sind auch vom Level her gleich auf, muss man einfach sagen. Und ob es das jetzt gebracht hat, weiß ja nicht.
Weil One-Hitten werden wir den Kollegen auf gar keinen Fall. Wird er ein Two-Shot werden? Nö, reicht. Reicht. Angriff steigt, okay. Boost und Verteidigung steigt auch noch. Ah, das ist der Boost von Antikraft. Das ist natürlich sehr cool hier. Das ist sehr cool. Dann würde ich gleich mit Kyogre im Ring bleiben. Gegen Mastiffioso. Und dann schauen wir mal, ob wir da was reißen können. Auf jeden Fall Matera kristallisieren. Den großen Koloss hier. 113 KP. Ja, ups, das hat jetzt nicht wirklich gebracht, ja. Hat es jetzt nicht wirklich gebracht, aber okay. Den Wasserring, ja. Lohnt sich vielleicht eher, den gleich von Anfang an einzusetzen. Aber da geht, glaube ich, auch nur 5 Runden oder sowas. So, der kleine Wuff, der wird auf jeden Fall Terra kristallisiert. Genauso wie wir. Wir können nur normal angreifen. Dann würde ich aber... Mach die Ursprungswoge, ja. Die wird jetzt am meisten Schaden machen, wenn sie denn trifft. Da müssen wir drauf hoffen, dass die Ursprungswoge trifft. Weil sonst sieht es eher bescheiden aus. Wir hätten dann auch noch Groudon, aber ob die schneller sind als der Hund, ist hier die Frage der Fragen, ne? Davon hängt jetzt schon mal viel ab, weil beide Pokémon angehittet sind. Müssen wir mal schauen. Pepper ist auf jeden Fall nicht ohne, beziehungsweise seine Pokémon. Im Luxusball hat er das Ding, oder? Junge, bei dem läuft's hier. Dicke Hosen hat er an. Dicke Hosen hat er an. So, wer ist jetzt schneller? Wer ist jetzt schneller? Wer outspeedet hier wen? Wir dürfen zuerst ran. Und die Ursprungswoge trifft. Wie viel Schaden wird sie machen? Reicht. Die reicht für Mastiffioso. Und damit haben wir den ersten Gegner besiegt. Und ganz nebenbei fühlt sich mein Konto jetzt ein kleines bisschen hier im Spiel. Ich war bei 500 Poké-Dollar. Jetzt kommt ein bisschen was obendrauf. Das müssten ungefähr 13.000 sein, oder? 13.000, 14.000 so um den Dreh rum. Ja, komm, mach dir nichts draus. 13.600 gibt das hier. Sehr schön. Haben wir den ersten Gegner besiegt. Das ist schon mal sehr cool. So, jetzt schauen wir mal, wer als nächstes kommt. Kann eigentlich nur machbar werden, ja. Wenn wir Pepper besiegt haben, kann es eigentlich nur genauso weitergehen. Quendella, also gegen die sollten wir definitiv nicht verlieren. Aber ich will es jetzt nicht so laut sagen. Man weiß nie, was passiert. So, genau, werft dein erstes Pokémon mal rein. Das ist ein Volverock. Okay. Gesteins-Pokémon. Ich denke, da können wir mit einem Erdbeben ganz gut punkten hier. Jawohl. Okay, die Abgrundsklinge hätten wir auch noch. Die würde ich auch gerne mal noch einsetzen. Mal anschauen. Die hat, glaube ich, eine 120er Stärke, aber eine bisschen geringere Genauigkeit. Bei 80, 85. Ist aber auch sehr cool. So Kamalm. Ist auch, ist das nicht auch Gestein, Wasser oder sowas? Könnte man, denke ich, auch Boden ganz gut. Jawohl. Kampf wäre auch, aber Abgrundsklinge hier. 120er Stärke, 85er Genauigkeit. Der Anwender wandelt die Kraft des Erdreichs in Klingen um, mit denen er gegnerische Pokémon angreift. Lass mal sehen, die Abgrundsklingen. Oh yes, Kamalm, geone-shotted, sehr cool. Der Größenunterschied ist hier einfach mal jedes Mal Weltklasse zwischen den Legis und den normalen Pokémon hier. So, Humanolith ist auch ein Gesteins-Pokémon. Können wir gleich mit Boden drinnen bleiben? Also das wird hier recht easy bisher. Easy going. Gleich, jetzt kommt hier Hammerarm. Hammerarm drauf. Ist zwar ohne Stab. Okay, das reicht so gar nicht. War halt ohne Stab. Okay, Init wird auch nochmal gesenkt. Erdbeben. Boden auf Boden. Ist normal effektiv. Und jetzt nochmal. Warte mal, hat der 100er? Nein. Dann lieber Erdbeben. Das ist nun mal sicher. Bevor hier noch was schief geht. Und Groudon gucken wir uns natürlich auch nochmal im Terra-kristallisierten Zustand an. Was der Kollege so reißen kann. Als nächstes das nächste Volverock. Und das ist natürlich auch... Ja, ich glaube, die hat irgendwie nur Pokémon, die den Typ Gestein mit drin haben. Das heißt, wir haben ja sehr, sehr leichtes Spiel. Selbst der Feuerschlag, wenn du uns outspeedest, kann uns hier nichts anhaben. Und das ist genauso ein One-Shot. Okay, sie hat nur noch 2 Pokémon am Start. Die werden wir, denke ich, auch noch schaffen. Los, schick's rein. Sonnenlicht verliert an Intensität. Monte Carlo. Ist genauso. Gestein? Gesteinfeuer oder irgendwie sowas? Auf jeden Fall ein cooles Pokémon. Kommt, glaube ich, aus der Galar-Region. Ist schon cool. Sieht cool aus. Aber geht jetzt down. Ge-one-shotted. Und dann hat sie nur noch ein Pokémon übrig. Und was wird es sein? Was hat sie noch in petto? Ein Saltigant? Hat die nicht schon eins gehabt? Nein, das war das andere Humanolith. Das sah jetzt so ähnlich aus.
6 minus 5 ist 3, nicht wahr? Ja, ja. Saltigandlo. Ist das das letzte oder hat sie dann noch mehr? Nein, ist das letzte. Dann gönnen wir dem Kollegen mal eine Abgrundsklinge. Wir hätten ja übrigens genauso mit Wasser angreifen können gegen die Gesteins-Pokémon. Wären wir überall sehr effektiv aufgestellt gewesen. Ah, ich wollte Terra kristallisieren, das habe ich jetzt vergessen. Ja, müssen wir beim nächsten Mal machen. Noch 2 Gegner haben wir Zeit. Mal schauen, ob es trotzdem was wird. Er bleibt ja beim Typ Gestein. Das heißt, wir treffen genauso sehr effektiv. Mal sehen. Die Abgrundsklingen treffen. Sehr schön, sehr schön. Und Saltigant einfach mal trotzdem aus dem Leben geräumt. Und die Legis, die haben natürlich hier endgeile Stats am Start. So ist das einfach bei den, eigentlich bei allen Legis, ja. Die haben eigentlich schon recht krasse Stats dabei. Kann man überhaupt nicht meckern. Sind natürlich ganz klar im Vorteil gegenüber normalen Pokémon. Aber wir haben ja auch nur 2 Pokémon im Team. Und die Gegner meistens 5 Pokémon. Wenn nicht sogar 6. Ich glaube, die haben eigentlich meistens hier 6 Pokémon. Sind also ganz klar im Mengenvorteil. So, Senior Jim, der Biologielehrer und der Klassenlehrer aus der Purpur, aus der Traumakademie. So, was hat er für Pokémon gleich nochmal? Los, schick mal das erste rein. Im ganz klassischen Pokéball. Arcani. Und auch das treffen wir mit Boden sehr effektiv. Aber die Dürre verstärkt natürlich auch seine eigenen Angriffe. Wollen wir hoffen, dass wir schneller sind. Jawohl, wir sind schneller. Und kann das Erdbeben killen? Jawohl. Arcani ist weg. Hat er nur noch 5 Pokémon übrig. Mal schauen, was er noch hat. Was hat er noch? Okay, nächste Attacke. Feuersturm. Okay. Das wäre sogar besser. Ist, glaube ich, eine physische, ha? Nee, auch eine Spezialattacke. Okay, aber stärker als Flammensturm. Dafür weniger Genauigkeit. Ja, können wir trotzdem. Hat nur 5 AP, aber kann man ruhig machen. Kann man machen. Machen wir jetzt auch. Können wir uns auch nochmal anschauen bei Gelegenheit. Mantidea. Bleiben wir auch drin. Könnte man auch alternativ mit Eis rangehen. Aber ich würde jetzt gerne mal den Feuersturm zünden. Jawohl, der trifft auch. Und der reicht für Mantidia. Es war ohne Step, aber trotzdem cool. Ja? Feuersturm hat gereicht. Was hat er noch? Lamus. Psycho-Wasser. Hätten wir jetzt nicht so viel oder besser gesagt gar nichts. Gehen wir lieber mal. Ich würde jetzt mal auf Kyogre wechseln hier. Damit wir den Kollegen auch nochmal sehen. Was können wir da machen? Wir hätten Wasserring, Eisstrahl, Ursprungswoge und Antikkraft. Ja, also wir haben nichts sehr Effektives gegen den Kollegen hier. Das steht schon mal fest. Antikkraft wäre der normal effektive Angriff. Mal schauen, wie viel der hier reißen kann. Okay. Lichtschildet erstmal. Spezialattacken natürlich. Wir greifen mit ihm einfach mal nur speziell an. Aber wenn er hier einen Wassermove zündet, wenn Lamus einen Wassermove zündet und Groudon drin ist, sieht es eher scheiße aus. Deswegen hier eher Kyogre. Das muss es jetzt mal richten. Ah, es reicht jetzt auch, ja. Die Antikraft reicht. Nicht! Warum nicht? Warum bleibt das Ding mit einem KP stehen? Das kann es doch wohl nicht sein, wenn er jetzt heilt. Nee, macht er nicht. Machen die, haben die ja gar nicht, ja. Ich glaube, die heilen hier gar nicht im Turnier. Ist okay, ist okay. Wir haben es down. Wir haben es geschafft. Was hat er als nächstes? Ein Pampros. Ja, bleiben wir drin. Das ist ein Boden-Pokémon. Können wir mit Wasser angreifen. Und dann ist hier der Lachs gelutscht. Eis wäre auch. Haben wir noch gar nicht gesehen. Eisstrahl. Hä? Machen wir den mal. Machen wir mal einen Eisstrahl hier. Auf Pampros. Ah, ja. Da fehlt der Step-Boost. Zähigkeit erhöht die Verteidigung. Er hat auch Erdbeben, der Kollege. Oh, der macht sogar ordentlichen Schaden. Der ist jetzt nicht wegzureden. Müssen wir sogar aufpassen. Er hat noch 1, 2, 3 Pokémon. Jetzt mal Ursprungswoge. Hoffentlich trifft die jetzt. Jawohl. Die trifft und das sollte reichen. Das reicht für Pampros. Heißt jetzt noch 2 gegen 2. 2 angehittete Pokémon gegen 2. Full Life. Hydropumpe kommt jetzt. Okay, 120er Spezial. 110er Spezial, okay.
Und Ursprungshoch ist auch 110er. Okay. Müsste man jetzt nicht unbedingt noch mit dazu nehmen. Wir haben ja die Ursprungswoges. Hat sogar noch 5 Genauigkeit mehr. Schluck weg. Schluck weg. Ich weiß nicht, ist das ein reines Gift oder Käfergift-Pokémon? Okay, wir sind nur normal effektiv. Dann machen wir das trotzdem. Mit, ja, einfach mal versuchen, die Ursprungswoge drauf zu knallen. Alter, wie die einfach immer trifft, ne? Saugeil. Reicht aber leider nicht. Der Feuerschlag, das war schon ein Volltreffer. Der hilft dir hier natürlich so gar nicht, Kollege. Er protected erstmal noch eine Runde. Bisschen Zeit schinden, der Gym. Bringt ihm aber, denke ich, auch nicht viel, weil jetzt geht er sowieso gleich down. Ja, komm, mach hin. So, Eisstrahl. Genau, das reicht hier definitiv. Genau, Schluck weg, weg. Schluck weg ist weg. Und ein Pokémon, oder? Nefari-Giraffe ist noch nicht sein letztes, oder? Ich glaube, das ist noch nicht sein letztes. Ja, Groudon ist noch full life. Nehmen wir den. Nehmen wir den, Kollegen. Mal schauen, bei wie vielen Pokémon er steht. Na komm. Ja, aber meistens, wenn die hier anfangen mit reden, ist das doch das letzte, oder? Meistens so, wenn die anfangen mit reden, ist das das letzte Pokémon, was sie in petto haben. Die Dürre kommt wieder raus. Das ist tatsächlich das letzte Pokémon hier. So, jetzt drücken wir die Zera-Kristallisierung. Und da wir mit allen Attacken normal angreifen, normal treffen, bleiben wir bei Erdbeben. 100er Genauigkeit, 100 Stärke. Kann man definitiv nichts mit verkehrt machen. So, und das wird auch zum Typ Boden. Ja, hat natürlich die halbe Erde auf dem Schädel drauf. Halb Paldea auf dem Schädel. Und wir dürfen zuerst, oder wer? Nein, er kristallisiert natürlich erstmal auch noch, ja. Das muss sein, so viel Zeit muss ja sein. Na los, mach hin. Mach hin, Kollege. Aber das Fari-Graf, weiß jetzt nicht, was das für ein Typ hat. Also Terra-Kristall-Typ, keine Ahnung, ist das Psycho? Ist das Psycho als Terra-Kristall? Keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht so wichtig, denn das Erdbeben macht schon mal fast One-Shots. Energieball trifft natürlich sehr effektiv, aber der juckt uns jetzt auch nicht mehr. Denn die Giraffe geht jetzt down. Aber sowas von. Und dann haben wir nur noch einen Gegner vor uns. Also mit diesen beiden Pokémon sieht es bisher echt gut aus. Und da sind die Level 70, ohne dass ich daran was gemacht habe. Ja, kein super Spezialtraining, keine EVs verteilt. Gar nichts. Gar nichts. So wie man die im Hamanasu-Park in Sinnoh fangen kann. So habe ich die hierher getauscht. Und so kämpfen wir jetzt mit den Kollegen. Nur halt noch ein Item drauf. Einmal der Expertengurt, der jede sehr effektive Attacke verstärkt, was sehr geil ist. Und dann halt noch die Schlaubrille, die allgemein den Spezialangriff ein bisschen erhöht. Sind wir ganz gut unterwegs. Und jetzt haben wir das Finale. Wir kämpfen jetzt gegen... Oh, Mr. Clavel. Direktor Clavel. Ah, bald lernen wir bestimmt einen neuen Schuldirektor kennen. Wenn im Herbst das DLC startet, soll es ja wohl wahrscheinlich noch einen anderen Schuldirektor geben in dem Gebiet, wo wir hingehen. Das wird auch echt interessant. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt am besten den Kanal, denn da geht es dann so richtig rund und dann verpasst ihr kein Video mehr. Und jetzt kümmern wir uns erstmal hier um den Kollegen. Kommandutan. Abgrundklingen. Oh, die reichen nicht für den Kollegen. Er geht auf Gähner. Wir wurden schläfrig gemacht. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal angreifen, schlafen wir danach ein. Aber ist jetzt besser, denke ich, als reinzuwechseln und dann mit Kyogre Schaden zu fressen. Schlafen wir jetzt? Schon? Oder, na okay, wir schlafen jetzt. Ich dachte, hätte auch sein können, noch eine Runde später. Aber dann schlafen wir jetzt. Dann nehmen wir mal Kyogre jetzt. Was schickt ihr denn jetzt rein? Was hat er denn jetzt für ein Pokémon in petto? Habe ich gar nicht mitbekommen. Vielleicht den Feuerstarter. Vielleicht hat er... Nee, den hat eine Mila, ha? Er hat den Pflanzenstarter, glaube ich. Wir hatten mit Wasser gestartet. Keine Ahnung. Da müsste eigentlich eine Mila-Pflanze haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, Antikraft ist sehr effektiv gegen. Wir werden auch mit Kampf angreifen können. Aber wir schlafen ja mit Groudon.
Aber Aurora Schleier. Was macht das? Stärkt, okay, stärkt gegen physische und Spezialangriffe oder irgendwie sowas. Und dadurch hält der Kollege sogar aus. Oh, Holzhammer, Pflanzen, Move! Und der macht natürlich sehr krassen Schaden. Hat aber Rückstoß und geht was? Geht down, genau. Genau, da geht down der Kollege. Okay. Hundemon. Also solange wir den Kollegen Hundemon outspeeden, können wir den, denke ich, one-shotten. Aber dazu müssen wir auch outspeeden und treffen. Jawohl, das machen wir. Jawollo. Und der überlebt einfach mal. Oh Mann, der hat einen Donnerzahn. Das war's für Kyogre. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass hier ein Legi down geht in diesem Run. Hätten wir noch ein schlafendes Groudon. Gegen das Hundemon zumindest nichts sehr Effektives in der Hand hat. Glaube ich, man weiß es nicht. Die sind immer für Überraschungen gut. Jetzt ist nur die Frage. Ja, wir schlafen tief und fest, was jetzt besser wäre. Aufwecker oder einfach Attacken-Spam, bis wir ran dürfen. What the hell? Ist der krank, der Junge? Wie viel Schaden hat denn der jetzt bitte gemacht? Das kann es ja wohl nicht sein, Alter. Jetzt raus mit der... Jetzt raus mit dem Schlaf. Full Life, den Hit sollten wir nochmal fressen, der jetzt kommt. Ich weiß ja nicht, was er jetzt zünden will. Noch ein Feuersturm, okay. Ja, ist natürlich sehr stark. Aber wir sollten den outspeeden. Und down bekommen wir den auf jeden Fall. Genau. Ah, es sieht jetzt bescheiden aus, ja? Weil wenn wir... Wenn wir hier mit Groudon nicht one-shotten... Alter Garados, das ist natürlich der Todfeind hier. Ein Wasserflug-Pokémon hat er. Nicht sehr wirkungslos, nicht sehr effektiv, wirkungslos, nicht sehr effektiv. Jawohl. Jawohl. So läuft das. Bräuchten wir doch mal den anderen Kollegen noch. Mit dem müssten wir mal das Gyarados down bekommen. Er geht auf Nassschweif und das wird reichen. Nein, wir halten sogar noch aus. Okay. Dann können wir definitiv mal gleich auswechseln. Weil Kyogre sollte eigentlich alles tanken, was da von Gyarados kommt. Mal schauen, was er jetzt zünden will. Irgendeine Prio oder sowas. Erstmal Niesel rausbringen. Genau, genau. Ne, nochmal Nassschweif und der Mist einfach mal. Genau. 90er Genauigkeit geht daneben. Sehr schön. So, okay. Antikraft, sehr effektiv. Er hat noch 3 Pokémon-Claybel. Okay. Antikraft hat natürlich 100er Genauigkeit, 60er Stärke. Joa! Zieht mehr als die Hälfte. Machen wir. Lassen wir so stehen. Nassschweif, nicht sehr effektiv, aber macht auch ganz schön Schaden. Und da sind wir 7 Level stärker, ne? So, Gyarados ist down. Sehr schön. Sehr schön. War ein Volltreffer. Ja, aber hätte sowieso gereicht. Er hat noch 2 Pokémon. Auf jeden Fall ein Starter-Pokémon. Erstmal Mortipot. Das ist die Teetasse, hä? Die klingt jetzt nicht so ultra stark. Ah, oh, was habe ich jetzt gedrückt? Antikraft, okay. Reicht denn das jetzt bitte? Oh, verdammt, Alter. Irrlicht, nein! Gut, das macht jetzt nicht so viel. Wir greifen spezial an. Wir greifen speziell an, aber wir verlieren jetzt jede Runde KP. Und das ist jetzt auch nicht so geil. Okay, Eisstrahl oder Ursprungswoge? Eisstrahl wäre halt probater, weil 100er Genauigkeit, keine Risiken eingehen und so. Aber wir müssen noch einen Hausbruch. Erhöht irgendwie Verteidigung oder sowas, Spezialverteidigung. Ne, senkt Verteidigung. Erhöht Spezialverteidigung, sinkt auch. Angriff steigt stark, okay. Spezialangriff, alles plus 2. Und Init auch noch. Oh, shit. Oh, shitty hier. Outspeedet er uns jetzt, der Kollege? Oh, der kleine Fuchs. Outspeedet uns jetzt. Aber das überleben wir. Und die Teetasse geht jetzt wahrscheinlich down. Sehr schön. Aber wir sind ziemlich angefressen. Mit beiden Pokémon wohlgemerkt. Mal schauen, was als letztes kommt. Maskagato. Ja, ist mit Kyogre suboptimal. Da würde ich doch lieber Groudon nehmen.
Aber mit den KP, die wir da haben, wird sich, denke ich, jetzt nicht viel anstellen lassen, ja? Man kann nur darauf hoffen, dass wir schneller sind. Ich glaube, die Init ist jetzt gar nicht so verkehrt von Groudon. Die Dürre hilft uns auf jeden Fall, einen Feuermove zünden. Kampf wäre auch. Ist aber auch ohne Step. Also Feuer. Feuer ist aber spezial. Hammerarm ist physisch. Können wir die Katze bitte outspeeden? Ohne dass sie uns mit einer verdammten Pflanzenattacke trifft? Wir probieren es einfach mal. Einfach mal Terra kristallisieren. Macht der Kollege ja auch hier drüben. Und dann schauen wir mal. Aber wenn er schon zuerst Terra kristallisiert, Alter, wenn der jetzt zuerst angreift, dann ist Groudon Geschichte. Kyogre, dann Matschebrei. Könnte man nur noch mal mit Beleben wieder versuchen. Aber hier frisst keiner so einen Hit wahrscheinlich von diesem. Wenn hier Blumentrick oder sowas kommt. Ja, wir müssen mal schauen. Wer jetzt hier den schnelleren hat. Okay, jetzt bin ich aber echt gespannt. Wer darf denn hier zuerst ran? Okay, okay. Sei nicht zu streng mit mir, Kollege, ja? Oh, verdammt, die Katze ist schneller. Ey, scheiße. Scheiße, die ist schneller? Warum ist die Katze schneller? Das war ein Volltreffer hier. Ah, Mann. Mit Kyogre würden wir natürlich auch sehr effektiv treffen. Mit Eis. Aber es sieht auch sehr bescheiden aus. Also ich weiß ja nicht. Wenn wir Kyogre nochmal full life heilen, ich glaube nicht, dass die Katze uns one-shotten wird. Also wir sind ziemlich straff unterwegs. Eigentlich ist die Verteidigung ziemlich hoch. Also müssen wir jetzt mal schauen, ne? Wenn nicht, touché. Unclavel hier. Klasse gemacht mit dem Pflanzenstarter hier. Unsere beiden Pokémon immer sehr effektiv treffen. Okay, kann man nichts machen. Das war ein Volltreffer, meine Herren, ne? Meine Herren, das war ein Volltreffer hier. Okay. Label hat es mit Maskagato gerockt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ihr am besten ein Abo da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, denn da geht's richtig spannend weiter. Bis dann und tschüss.